Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty World at War 2. Wir sind bei der Mission Kollateralschaden angelangt. Oktober. Let's fucking go. Wir sind in Aachen. Die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen. Aber nicht zum letzten. Heide. Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, Sie werden's bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Was von deiner Frau? Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaub, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du? Solange er zu ist, gehört sie noch dir. Au! Das ist das Schrödingers Brief. Was? Stimmt mit ihm? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0:37 an. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Alle sind ziemlich geladen. Kollateralschaden. Na los, na los! Kommen Sie, Daniels! Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen sie! Können auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Jetzt! Ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zum Denken! Du, Daniels! Sie und Herr Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, geht hier! Feuer! Daniels! Scheiße! Bin unterwegs! Bitte sehr, Sarge! Deckwood White 27 an Villain. Werden geschossen. Er bitten sofort Unterstützung auf Linie 2. Over! Verstanden. Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnell, zieht Ihre Arsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich. Diese Packs reißen uns in Stücke. Over und out! Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Raps, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez. Abrams, Hook, Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und denken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Verstanden, Perez. Wachsam bleiben und auf Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Raps, Bewegung. Alle da! Bereit machen zum Feuer! Da bewegt sich was! Rechte Seite! Unsere Jungs am Theater machen denselben Scheiß durch wie wir. Sobald wir die Deutschen ausgeschaltet haben, stürmen sofort neue an. Wir sind jetzt in ihrer Heimat. Ein völlig anderes Spiel. Sie wollen ein Blutbad und genau das geben wir ihnen. Sie haben nicht den Hauch einer Chance. Wir sehen das sicher anders. Sie greifen unsere Jungs an!
oder sonstige Leute. Ups. Ich hätte einen schon vorher umfahren müssen. Wir sind gleich da. Panzer, rechte Seite, rechte Seite! Bremsen? Hier drin bremst! Raus hier! Scheiße! Nein! Nein! Scheiße! Raus hier! Raus hier! Bremsen! Nein! Perez! Die Frontpanzerung dieses Panzers ist zu stark! Wir müssen ihn flankieren! Und fahr ihn! Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Panzer von rechts! Ich sehe den feindlichen Panzer nicht! Boah, dieses Rohr braucht Ewigkeit. Sichtkontakt zum Feind verloren. Muss ihn finden. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Panzer, rechte Seite! Ich sehe sie nicht! Feind aus den Augen verloren. Wir müssen sie finden. Kontakt zum Feind verloren! Muss ihn finden! Digga, what the fuck, Alter? Fahren wir hier im Kreis oder was? Ich sehe den feindlichen Panzer nicht! Da fährt er noch. Perfekter Schuss! Bereit machen zum Feuer! Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Aus den Augen verloren. Wir müssen sie finden. Ich sehe den feindlichen Panzer nicht. Fahr doch weiter! Hallo! Es tut mir leid. Na los, den Hügel rauf! Panzer! Panzer! Scheiße, ein Tiger! Nach hinten laufen! Ich muss meine Flanken anmachen! Fahr, fahr, fahr! Wir haben hier noch einen Panzer!
Schuss! Ausgeschaltet! Der Panzer ist noch im Gebiet! Wir ziehen erst ab, wenn der letzte Panzer Geschichte ist! Wo sind sie? Ich sehe sie nicht! Hat erwischt. Nur noch wir sind übrig. Sind auf dem Weg. Na los, den Hügel rauf! Das Theater ist ganz in der Nähe. Pass ausschalten, wir aufs Theater feuern! Cowboy, Trophäe erhalten. Retten Sie Ihre Verbündeten in Kollateralschaden mit den Sherman bei mehr als 80% Rüstung. Das habe ich angesteuert. Sehr gut, hat funktioniert. Perfekt. Villan an Blackwood, White 27. Platz gesichert. Wiederhole, Platz gesichert. Wir danken für die Hilfe, Sir. Blackwood White, Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Perez muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze, Private. Digga, Perez ist eine richtige Maschine, Alter. Die Fenster achten. Die Fassaden im Auge behalten. Irgendwas stimmt nicht, das ist zu ruhig. Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. MG, runter von der Straße! Vorrücken und nach einer Lücke suchen! Wir haben eine Rauchgranate! Du wirst es schaffen! Holt mich hier raus! Halte durch, Kumpel!
Daniels, räumen Sie den Weg mit Ihrem Werfer frei. Zurück. Jawohl, so. Weiter! Oh, hier haben wir nichts. Hier ist ein Verbandkasten. Rüber damit! Ja, das war nicht schlecht. Thompson ist so scheiße unpräzise auf das sonst. Die letzte Verteidigung der Deutschen. Daniels, los, untersuchen! Ja, Sir. Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern. Dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor. Los jetzt! Natürlich müssen wir vorgehen, ne? Wunderbar. Wachsam bleiben. Diese Wohnungen könnten überall Deutsche sein. Daniels, ich habe auch Granaten, wenn du bereit bist. Boah, stockdunkel, ich sehe gar nix. Wir sind sicher. Vorrücken, wachsam bleiben. Daniels, wir brauchen nochmal den Werfer. Granaten und Rauch für dich, Daniels. Nicht hinter mir stehen! Daniel, sprengen Sie ein! Kann nicht sehen! Deutsche gegenüber! Ausschalten! Der Weg ist gesperrt! Wir müssen die Deutschen ausschalten! Kann sie nicht sehen! Und bleiben! Aufrichtet sich! Feuer bereit! Dann kommt noch mehr! Das gibt's ja nicht! Draufgehalten mit der Panzerschreck und nicht einen getroffen. What the fuck, einfach nur. Rogers, vorrücken und den nächsten Raum sichern. Ja, Sir! Die Tür ist blockiert! Wir müssen uns durchquetschen. Sieht verdammt eng aus. Weiß nicht, ob ich das schaffe. Du hättest weniger Corned Beef essen sollen. Ah, sehr witzig. Daniels, Sie sind dran. Na, ich glaube, hier ist nichts. Daniels, Beeilung! Scheiße! Scheiße! Bitte hilf mir! Alles okay? Mir geht's gut! Überall Deutsche! Gut, bitte! Runter! Hab ihn erwischt! Ich bin dort drin! Erledigt.
Oh, hier ist was. Unsere Leute, sorry. Hab hier einen Verbatter. Alles in Ordnung? Alles fest. Das Hotel ist gleich da drüben. Ruhig bleiben, bis wir sie angreifen. Okay, Bewegung. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Das ist für Sie, Private. Na, ich spiel mal lieber mit der MP40, die ist nämlich deutlich besser. Die Treppen runter. Deutsche Handwerkskunst halt eben, ne? Ich hab Granaten und Rauch. Wirf rüber. Fang, Daniels. Der Laster versperrt uns den Weg. Wir schieben. Oh, hier wäre auch noch gewesen. Scheiße. Alle anderen drücken ran und schieben. Verstanden. Daniels, brauche Hilfe. Ah, elender Bastard! Greifen Sie in den Takt an. Er hat noch Benzin. Die Batterie funktioniert. Wir brauchen ein Transportmittel. Lieutenant, kann ihn überbrücken. Das ist überraschend. Halt's Maul, Bubi. Okay, Bewegung! Hab hier einen Verbandkasten. Bereit machen, Jungs. Daniels, noch eine Mauer. Sprengen Sie sie. Haltet sie alle auf. Ja. Weg da. Vor euch. Bewegung. Wir müssen das Foyer sichern. Saspe nach rechts. Aiello nach links mit mir. Styles, erster Stock mit Pierce. Alles klar. Bestätigt. Sie verschanzen sich im Haupttreppenhaus gegenüber. Digga, die Rauchgranaten sind so overpowered. Damit kannst du sie überall durchbringen. Kannst du sie überall durchpushen. Hier rüber! Die machen gar nichts. Das zweite Platoon sichert die Obergeschosse. Wir müssen den Keller sichern. Mir nach. Dicht zusammenbleiben. Hey, Styles. Hier ist ein Versteck für dich. Leck mich. Schnauze! Daniels, die Tür! Licht an! Wir gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. Klingt wie ein Kind. Hat jemand Schokolade? Ja, Sir. Ihr seid sicher hungrig. Na los, nehmt sie. Anna! Wow, 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 wow! Schon gut, schon gut! Wir tun euch nichts. Wir tun euch nichts. Wir haben nichts zu essen. Bitte, helfen Sie uns! Nein, nein, die Krautverstärkungen sind jeden Moment hier. Wir haben keine Zeit, uns um Zivilisten zu kümmern. Das sind doch nur zwei. Sir, Sie sollten sich das mal ansehen. Ja, das ist ein bisschen mehr. Perfekt. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie an. Wir haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut.
Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels, Aiello, Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Ich frage mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sussman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sarge. Na, auf keinen Fall, Private, auf keinen Fall. Jetzt heißt es, oh je. Yeah. Seit wann versteht sich Sussman so gut mit Deutschen? Was Sussman uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Wir haben wohl alle unsere dunkle Vergangenheit. Unfassbar, dass wir uns um ein paar Deutsche kümmern. Sie haben ein Kind dabei. Und auch alte Menschen. Wir können nicht jeden retten. Das sind Zivilisten. Wir bringen sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ja, ja. Da ist der Laster. Komm schon. Okay. Braucht nur eine Minute, um ihn zu starten. Okay. Gebe Deckung. Oh nee, Digga. Die werden uns wieder so hart pushen jetzt hier. Hast es geschafft? Danke für die Deckung. Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu. Der Trupp muss das erfahren. Wir müssen die Leute hier rausbringen. Schnell. Krass oder uns hier verschanzen. So riskant. Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Dafür ist es zu spät. Beeilung. Pearson hat recht, Daniels. Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern. Das sind Zivilisten. Sie brauchen unsere Hilfe. Durchfahren und auf der Straße parken. Ja, Sarge. Okay, bringen Sie die Zivilisten hier raus. Bewegung, Bewegung, Bewegung! So, wir müssen hier weg. Verstärkungen sind auf dem Weg. Noch ein bisschen weiter. Anna? Anna! Halt, wo willst du hin? Meine Schwester! Ich muss zurück. Was jetzt wieder? Sie glaubt, dass ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben. Wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los! Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht! Sie haben 2 Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Uiuiui, gefährlich, gefährlich. Kann er die auch nicht auf ihre kleine Schwester aufpassen? Oh shit. Nicht so geil. Scheiße. Scheiße! Ich muss Anna finden. Anna, wo bist du? Hallo? Sie muss hier irgendwo sein. Na, hier ist sie doch. Hey, Kleine. Komm, bringen wir dich zu deiner Schwester. Ich hab Kasper gefunden. Komm her. Du kannst nicht entkommen! Shh. Alles gut. Wo ist er hin? Er versteckt dich! Den Keller aufsuchen! Bin dabei.
Das ist nicht so geil. Alles okay. Ich will nach Hause. Kein Anzeichen von Feinden. Gott, sind hier viele. Kaspar. Alles gut. Erika. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Hier! Ich habe etwas gehört! Scheiße! Kaspar! Nein! Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen! Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss! Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen! Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Du machst das toll. Wir haben es fast geschafft. Ich will Erika. Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Hilf hier raus! Ich hab dich, Anna! Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Du Wir Scheiße. Haben es fast geschafft! Das machst du toll! Nur noch ein kleines Stück! Shit. Da geht's nicht lang. Oh, Scheiße! Ja, schlägt das vor! Sie kommt von Westen! Verdammt nochmal, verschwinden! Bringen Sie zum Laster! Wir machen das hier! Jawohl, Sir! Sie freuen wir hier auf! Daniels! Daniels! Hier rüber! Danke. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Sie kommen nicht zurück. Ab hier kommen Sie alleine klar. Gehen wir. Wir eskortieren Sie, das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir Sie begleiten, werden Sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Private Sussman, wir sichern diese Straße und bringen Sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass Sie alleine sicherer wären. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durch wollen. Das ist nicht Kasserin. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit Ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! Erst eine Granate! Oh shit! Allen gut? Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich kann fahren. Dann los. Achtung! Sie haben den Truck beschossen! Erika! Bitte, Erika, komm auf! Sie ist tot. Gehen wir! Los! Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle mal zurück zum Hotel. Los! Los! Los!
Hey, wir können nichts mehr tun. Digga. Wir haben Aachen gesichert, einen westlichen Korridor zum Rhein geöffnet. Aber die Kluft zwischen Turner und Pearson wird größer. Und nicht nur unsere Leben hängen davon ab. Ja, ist am Ende einfach noch die große Schwester gestorben. Ist die sogar. Das war auf jeden Fall eine weitere Folge Call of Duty World at War 2. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Wildgamer YouTube. Ciao.